Hallo und herzlich willkommen zum Stream Strich Aufnahme. Geht alles? Strich. Ja. Noch ist alles im Rahmen, was Ping angeht. Große, ne? Noch. So, nehmen wir mal die Exekutorin, mit der haben wir ja schon mal gesprochen. Dann hat die Exper. Ich hoffe, jetzt geht's mit der. Es war irgendwas. Das haben wir uns ja schon mal durchgelesen. Enttäusch mich nicht. Bestätigen. Also, ne? Bitte entfernen. Ressourcenzentrale. Ja. Weiter. Es ist Untersuchungen. Das hier dann jetzt wahrscheinlich, oder? Okay, starten wir diese Expedition. Genau. Wir treffen uns am Tor. Und rein da. Jetzt gerade sind wir in Astera. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je Genau. tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Jawoll, ich bin super motiviert. Südwestliches Lager, Abmarsch rein da. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Davor war ja irgendwas mit dem Treiber los. Ich habe den neu aktualisiert. Ich zweifle ja noch, ob es wirklich daran lag. Aber gut. Oh, eine Eule. Der Vespa zweifelt seine Opfer mit. Oh gut, zu spät. Expel, also ein Aufbrechen. Exel am Folgen, ja, das kennen wir ja. Also du entscheidest, wann du rückkehrst. Okay. Die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Ziel unserer Expedition? Begib dich zum neuen Lager. Ja. Lass uns nach dem Lager suchen. Falls ich das Lager zuerst erreiche oder du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Jo. Grill, Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so okay, oft sehr ohnmächtig schön. werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Naja, gut. Das spielt mir natürlich in die Karte. In die Karte. Nein, noch nicht zurückkehren von der Expedition. Also. Begib dich zum neuen Lager. Wo ist das denn? Ah, oder muss ich das einfach finden? Wahrscheinlich, ne? Dann suchen wir mal. Oder müssen wir das neue Lager aufstellen? Man hätte es vielleicht durchlesen sollen. Ja, ich habe es eventuell nicht ganz genau gelesen. Aber, ne? Ja gut, die Jagdraff-Fußspuren, das ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe. Oder ist er doch? Ah, ich hätte noch die Waffe, die ist nicht. Ich fand die Doppelkling. Hallo, E. Hä? E und dann auswerfen. Naja, gut. So, das neue Lager suchen. Ich glaube, ich bin da jetzt sehr unorientiert reingegangen an der Sache.
Honig. Naja, gut. Schaden tut's nicht. Weiß ja nicht, sollen wir jetzt neue Jager finden? Oder sollen wir mal das Fangnetz probieren? Zielen und dann auswerfen. Schade. Oh nein, das wollte ich doch nicht. Ah, jetzt bin ich hier. Das war eben eine ganz seltsame Waffe. Es war immer noch allemal besser als das große Schwert, aber irgendwie mit die hatten sehr großen. Okay, die fliehen. So, was ist das denn da jetzt? Naja, gut. Fangnetz. Gut, das lief jetzt nicht so gut. Gehen wir mal in die 10 rein. Da haben wir ja noch nicht so viel erforscht. Förderplatz. Spinnennetz, Pilzkolonie. Nett auf alle Fälle. Oha, ah, los, Fangnetz. C, zielen. Ja, erstmal einholen das Fangnetz. E. Mit C zielen. Nein, hä? Wie das Fangnetz? Jetzt mit C. Komm her, du. Und jetzt. Nein! Ah, Fall. Ah, klar. E. Komm her, du kleines Ding. Ja, wo bist du denn? Komm zu Papa. Hilfe. Gleich kommt da was. Ich will jetzt endlich mal. Will die jetzt bekommen? Jawohl! Nein! Na gut. Kurz Taste verrutscht. Einen haben wir ja noch. Hä? Ich hab doch. Okay, das war jetzt. Warte mal. Fangnetz rausholen. Und dann. Nein! Hä? Fangnetz ist draußen. Ah, man muss C drücken und dann. Ah, gut. Na gut. Na komm her, du kleines Ding. Dich bekommen wir! Nee, komm, bekommen wir nicht. Schade. Wohin soll mich eigentlich die Teile hier führen? Leuchtmoos. Naja, gut, wenn man es braucht. Fußspuren. Na komm, nehmen wir die mal mit. Ah, hier ist jemand. Hier war jemand. Kannst du einen Zielort für die Spähkäfer festlegen? Ein Zielort für die Spähkäfer. Ja, die.
Das ist neue Dings, das neue Zelt. Das wäre ganz nett. Aber wo ist es denn? Sammeln, Schleuder, Fallen und Umgebung. Einheimisches Leben, kleine Monster, kleine Symbole. Hier ist ja. Was ist das denn? Wackelige Felsen. Naja, eigentlich. Ja, wir brauchen ja. Ein Antaya. Oh, Spemmermoos? Nee. Sprengnuss. Doch, da steht Spermamoos. Das wäre auch schon ein bisschen komisch gewesen. Was ist das für ein Vieh? Nee, ist nur ein. Immer noch diese alten Fußspuren. Sind halt alte Fußspuren. Ja, begib dich zum neuen Lager. Ja, wo ist das denn? Das wäre ganz hilfreich zu wissen. Aber gut. Das sind das Kades, Kadegos. Ja. Ey, ich will keinen Stress. Komm schon wieder. Komm schon wieder die. Oh, die haben gar nicht mich gefokust. Oha. Aber er scheint friedlich zu sein, zumindest mir gegenüber. Sind keine natürlichen Feinde. Take this. Okay. Machtverhältnisse wiederhergestellt, Jungs, oder? Wollen wir ihnen da eigentlich mal folgen? Haben wir wieder die Teile hier. Einfach Seven vs. Wild. Ach so, hallo. Nur kleine Hier drüben. Monster, also nicht die kleinen Insekten da. Was ist denn da? Ja. Ist der. War das der, sind das Fußstapfen von dem großen Vieh? Ist wahrscheinlich hier weiter gelangen. Was bist du denn? Oh, so fies. Funny. Frage ist halt immer noch. Ah, hier ist es doch. Nehmen wir erstmal nochmal hier die Fußspuren mit. Na, fehlt uns einem Fußstapfen, fehlt es noch. Hier drüben. Moin, moin. Ja, ins Lager. Eine Fangmeisterin. Hola. Eine Einheimische. Einheimisches Wesen Forscherin, nee, einheimisches Wesen Forscherin. Oh, hallo, freut mich, jemand Neues hier draußen zu sehen. Ich bin ein Monsterlexikon. Ich bin für das Monsterlexikon zuständig. Meine Aufgabe ist es, möglichst viel über die einheimischen Wesen hier herauszufinden. Zu den einheimischen Wesen zählen kleine Tiere, Fische, grundsätzlich alles, was dich nicht frisst. Ich liebe sie alle. Zu meinen Forschungsaufgaben gehören das Sammeln, Studieren, Auszeichnen. Und spielen. Die neue Welt wimmelt es gerade so von unentdeckten Kreaturen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das stimmt. Wenn du eine fängst, kannst du es. Okay, jetzt brauchen wir das Fangnetz dafür. Ist das jetzt. Warte mal. Hat der uns was zu sagen? Alle Fälle sind wir gar nicht auf dem so schlechten Weg. Das ist ja auch schon mal was.
auf dem Weg zum neuen Lager. Komm, für die Running Gag. Ich hoffe, die uns das nicht, ist das nicht böse. Da ist auf alle Fälle etwas. Kann ich die einfangen? Oder die sind vielleicht noch etwas zu groß. Ja, komm runter und dann. Knapp. Ah ja, wir haben ihn gleich. Dich kriegen wir, mein Freund. Dich kriegen wir. Ich glaube, wir machen nur. Irgendwie will er nicht. Er ist wahrscheinlich zu groß. Na komm, lass mich in Ruhe. Hier war doch gerade eben da. Hier drüben. Ja, ich eile. Nee, Moment mal, hier warst du. Kann ich vielleicht die Wand hier hoch? Nee. Muss ich da irgendwie hochkommen? Da geht's irgendwie lang. Hier. Und klettern. Da haben wir es doch gefunden, das neue Lager. Den halte ich mir als Haustier. Ein kleiner Krabräuber, so scheint es mir. Aber es ist eher ein Fluchttier. Die Frage ist, flieht er vor uns oder flieht er vor diesem anderen großen Teil? Wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Okay. Ah ja. Dann mal ab hinterher. Sperrkörper. Es sind doch die ganz normalen Dinger da. Dann mal ab hinterher Map. Ist es er hier? Von einer Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Ich will nicht zurück. Wo ist er denn hin? Ist so der so hier hoch? Kann doch keiner erzählen, dass ich das nicht kann, oder? Ich schwärge es immer noch ein bisschen, dass man nicht springen kann, aber gut. Shift, Steuerung, F, kann ich den hier hoch? Gehen wir hier über die Teile. Er bewegt sich ja immer weiter weg. Er ist schon da. Na gut, da müssen wir eigentlich da. Hier kann man da hoch. Jetzt müssen noch mal weiter, oder? Weiter höher. Er kommt aber wieder zurück. Wahrscheinlich. Irgendwie hier. Hier ist. Das ist eine Kletterranke? Ja. Nee. Das wollen wir nicht. Er kommt wieder zurück, gut dann. Wow.
schön geschwungen. Jetzt nochmal schauen, wo ist denn das Vieh? Hier. Dann geht's hier erstmal wieder runter. Wie gesagt. Bam. Ich weiß ja nicht, wie. Weiche den Angriffen aus. Vergiss ja. nicht, dass du auch blocken kannst. Schön. Immer in Bewegung bleiben. Ah, und schön wegrollen. Okay. Oha. Er macht den. Ey, Steinewerfer mögen wir nicht. Es ist nicht der erste Mal, mein Freund. Das war ja mal eine nice Attacke. Also für ihn. Nicht für mich, okay. Ja, alles Roger noch. Da ist er. Ja, wir laufen mal den Weg hier. Als sind sich da durch den Dschungel zu kämpfen. Also ich weiß halt immer noch nicht, was das mit dieser. Ist das ja nicht eine Abnutzung. Oh, ich lasse mal in Frieden. Na gut, das war jetzt doof. Ja, wir gehen den Weg hier einfach. Kommen wir vielleicht sogar am großen Jagdgraf vorbei. Gut, aber sei es drum. Da hinten ist auch noch ein Vieh, was ich bis jetzt noch nicht kenne. Oder ist es? Das ist der Jagdgraf, der hat sich da festgestoßen, oder? Ja. Er scheint mir ein bisschen zurückgeblieben. Das gute Ding. Oha. Oha. Was für zurückgeblieben? Er ist eine Maschine. Aber wir haben ihn besiegt. Ja, komm, aber gut, die haben wir ja jetzt. Stimmt, das war vielleicht der eine, der uns noch fehlte, aber der war ja irgendwie komplett außerhalb jetzt. So, wir kommen. Da ist er doch. Der alte Kollege. Aber der hat auch einen Block. Oh, schöne reinflüchten. Oh, diese Attacke, sie ist so gut. Aber es halten. Okay, warte, wir saufen uns mal einen Trank hinein. Safety first. Gut, vielleicht ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, diese Waffe hat irgendwie so eine Abnutzung. Ja, komm doch. Ich weiß ja nicht, die macht halt kaum mehr als. Okay, hinterher. Bam, 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 para, bam, bam, bam. Nein, das ist nicht Jurassic World. Das ist Monster Hunter World. Naja, Jurassic Park besser als Jurassic World. Muss man ehrlich. Oh, der war ja schön. Oh, der ist schön. Der ist schön. Ich kann mich halt wirklich auf den drauf springen. Oha, richtig gut von mir.
ist am Boden. Das kannst du. Dann treten wir nochmal drauf. Ja, wir machen kaum mehr als 7 Schaden. Das ist bisschen doof. Uiuiui, Bruder. Hätte ich da nicht geblockt, dann wäre es eklig gewesen. Schade. Schade. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Habe ich einen großen Trank? Lauf doch! Hast du mehrere solcher Treffer ein, wirst du betäubt. Und damit bewegungsunfähig. Ja, das war ein harter Treffer. Wir haben keinen großen Trank mehr, oder? Ja, schade. Aber wo hat er denn seine Panzerung? Also entweder ist halt einfach dieser Verschleiß, aber er haut halt immer wieder ab, ne? Das war schon gut. Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht zu rollen. Ist man nicht schneller. Ja, so langsam geht's auf die Kosten der Ausdauer. Oh nein. Greift ihn aber an, ja? Ich bin euer Freund. Ich bin euer Freund und Helfer. Diesmal. Mach halt kaum mehr als... Aber schön geblockt. Sonst wäre es hier noch... Mach halt aber kaum mehr irgendwie als 4 Schaden. Kritisch. Was ist das denn für ein Viech? Wir ändern. Das ist der beste Angriff und die beste Verteidigung. Lies im Monsterlexikon alles über deine Gegner nach. Ja, komm. Wir machen nochmal Ausrüstung. Ändern zu. Jägermesser war. Ist das es? Jägermesser war auch, glaube ich, ganz gar nicht so schlecht. Machen wir mal Jägermesser. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Objektruhe. Objektruhe zur Verwaltung deines Inventars benutzen. Können wir hier vielleicht noch irgendwie ein paar Tränke? Ja. Nee, die muss nicht so viel, aber wir brauchen da schon ein paar. Nochmal 3 Tränke rein da. Kommen wir. Naja, kommen. Können da noch ein bisschen mehr. Ja, machen wir mal so. More is more. 10 Tränke. Mehr kann man sowieso nicht nehmen. Besser als jetzt nochmal abzukratzen. Oh, ein kleines Wiesel bist du. Ein schönes Wiesel bist du. Wahrscheinlich kein Wiesel. Schwert und Schild ist ein Nahkampfwaffenset mit Fokus auf Beweglichkeit und Ausweichen. Großartig für Einsteiger geeignet. Meine Worte. Ja, der hat den Ort verlassen. Ja, gut. Muss ich nochmal deine Spur aufnehmen. Aber wie bei dem Debakel jetzt, also nicht so wie es gegen ihn wäre. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, immer doch. Nee, na komm. Schneiden wir ihn vielleicht hier so ein bisschen den Weg ab. Hätte ich gleich zwar hier laufen können, aber gut. Da haben wir es doch. Das kleine Viech. Rein da! Oha! Setz dich drauf! De.
Ja, wir machen auf alle deutlich besseren Schaden. Jawohl. Er hat gebrochene Teile. Hält ihn aber nicht davon ab, weiter zu kämpfen. Oh ja. Riss Schild, du dreckiges. Lauf doch nicht. Meine Ausdauer, doch. Nicht mit mir. Ah, schade, hätte ich wieder drauf springen können. Jetzt kommt hier noch der große Jakra, oder wie? Ja. Na, Halle, Julia. Zwischen den Fronten. Lass mich doch hier rein. Alter. Jungs, man kann über alles reden. Wie er rennt. Man kann über alles reden. Ich bin ein friedfertiger Mensch. Ich meinte das nicht so. Alter, wie bewegt er so mit seinem fetten Teil ist. Ist ja abnormal. Und dann jetzt ab. Den Jakri hinterher. Ich will euch nichts tun. Oh nein, genau jetzt kriegt meine Ausdauer. Triple Kill. Wo sind der Jakri weiter? Ich gehe mal wieder zurück. Aber die Ausdauer, hoffentlich kann man die noch mal ein bisschen verbessern. Der Jakri ist da hinten, müssen wir mal außen rum. Ich gehe jetzt nicht mal zum großen Jakri. Ich nenne ihn einfach Jakri, weil ich mir das angewöhnt habe. Bruder, was fokust er mich? Was, Bruder, was? Okay, ich glaube, er versucht irgendwie außen rum zu kommen. Und wir versuchen, den Jakri gar auszumachen. Da haben wir es doch. Aber wieder machen wir nur so wenig Schaden. Jetzt. Das ist bestimmt dann die Möglichkeit. Zwischen die Beine. Ah. Jetzt hau doch nicht wieder ab, aber er hinkt. Das ist richtig cool gemacht. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Ich hab dir die Haxen gebrochen, mein Freund. Was? Ah. Wir verlieren Meter. Aber da sind wir wieder. Treff doch. Gott, war das Lust. Wie in der Schule. Ja, stell dich deinem Schicksal, in diesem Fall mir. Oh, diese Scheißteile. Auch kurz Augenkrebs bekommen. Stirb doch, du blödes. Ding. Ist er stuck? Nee, er ist, um zu regenerieren wahrscheinlich. Ach, aber ja, er hat keine gebrochenen Glieder mehr. Schade. Ja, jetzt ist er deutlich schneller. Ach komm. Ohne Ausdauer bist du atemlos und leicht verwundbar. Erfahrene Jäger behalten den Balken immer im Auge. Ja, aber ich muss doch irgendwie hinterher.
Ja, wo soll denn jetzt hin? Da lang. Wow, wow, wow. Die Naturgewalten schlagen zu. Take this! Jetzt stirbt doch endlich. Also, wie Leben haben die denn alle? Ja, jetzt rein da! Body Slam Attacke! Donnerschock! Naja, doch nicht. Ich will gerne nochmal diesen Special Booster machen. Ah, wir müssen unsere Waffe auch gleich wieder ein bisschen metzen. Es war halt, als wir ihn halt Pascal waren und halt direkt zum Jagdrake gerannt. Das war so ein bisschen unnötig. Muss ich mich mehr so um das. Flieht! Ihr Narren! Scheiß Yukri, Alter. Ja, er sucht wieder diese Scheißteile und will die wieder. Ich dir gleich deine. Auch immer dieser Attack. Ich muss mein Schwert jetzt erstmal. Wo haben wir seinen Wetzstein da? Ja, ja, Wetzstein, bitte auswählen. Hä? Ja, tippt. Wunderbar. Jetzt zurück zum Yakri. Ne, Yakri. Oh, hier machen wir nicht den Yakri. Kukla Yaku. Ah, gut, klingt so ähnlich. Ja, okay, jetzt kannst du nicht mehr. Gekritzel, ja gut, das merken wir uns mal, dass das hier ist. Und natürlich merke ich mir das. Hä? Ist er irgendwo oben? Habe ich ihn mal wieder verloren? Eigentlich ist er ja da. Und wahrscheinlich nur einmal über uns. Ach komm. Ah ja. Bitterkäfer. Weiß nicht, was ich von der Waffe halten soll. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob es an der Waffe liegt, aber es funktioniert ja irgendwie nicht. Gehen wir mal ganz geschmeidig hier drunter durch. Wir müssen uns nach rechts orientieren. Dieser Ort wirkt sicher. Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Ja, wie mache ich das denn? Kann ich nicht. Ich muss den Yukri töten. Ja, wirkt halt wirklich sicher. Naja, gut. Okay, hier geht's nicht weiter, nett. Wo ist er denn hin? Da. Ich sehe es ja eigentlich auf der Karte. Hier lang. Das war jetzt schon lost. Aber hier geht's nicht lang. Ah, hier lang. Wow. Oh je. Aus mir wird kein Kartograf. Aus mir wird kein Kartograf. Da höre ich ihn doch. Die alte Flitzpiepe. Ja, wir gehen direkt auf ihn zu. Oder auch nicht. Er ist wieder über uns. Ja, er ist hier. Klar. Aber wie komme ich da hoch? Nochmal gekritzelt, aufgesammelt. Ich bin doch schon eher. Ah, nee, er ist unten. Hä? Ah, da. Oh Gott. Jawoll!
Du blendes Ding. Ja, jetzt kommt ja auch wieder Schaden in so. Schöner. Und hau ihn da. Schläft er? Hey, das ist doch der Yukri, oder nicht? Genau deswegen bin ich hier. Um zu wüten. Take this. Es scheint jetzt erstmal die Leiche. Ich will ihn gerne untersuchen. Vielleicht bekomme ich ja etwas. Zerbrochenes Ei, schade. Material. Ja, ja, genau. Kopf, die hatten auch einen relativ starken Schädel. Ein altes zerbrochenes Ei. Mehr ist nicht zu holen. Nehmen das hier einfach nochmal mit. Was ist das? Ja, alte Fußschuhe. Fußschuhe. Na gut. Dann. Wie ging? Musste zurück. Nee. Auf eine Expedition zurückkehren. Hast du dir verdient, mein Freund? Das hast du dir redlich verdient. Schnabel. Seltenheit 4 ist. Na komm. Verkaufen wir. Prachtfeder. Verkaufen wir. Schuppe. Verkaufen wir. Lederhaut. Verkaufen wir. Schuppe. Na komm, nehmen wir das mal mit. Den Rest verkaufen wir. Von uralter Wald. Also seine Dings da. Ah, komm, verkaufen. F bestätigen. Ausgezeichnet. Tja, so kennt man mich. Ja, schon mal fühle ich wie zu Hause. Ein nordöstliches Lager. Ja. Rede mit den Kommandanten. Ja, komm, eins ist noch drinne. Einer geht noch rein. Da haben wir ihn. Mit El Comandante. Hallo? Hast du gut gemacht. Tja, in Ordnung. Jäger, die Pukai Pukai kann beginnen. Waldorfmonster können die Gelehrten. Wir werden das schaffen. Okay. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner. Du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Mach ich. Hetz nicht. Ja. Ich wünsche dir auch noch alles Gute, mein Freund. Na gut. Freund jetzt vielleicht nicht. Ja, das Luftschiff braucht Materialien. Quest-Shuttle. In Ordnung, Partner. Es wird Zeit, dass ihr auf Pukai-Pukai-Jagd geht. Wenn du das erledigt hast, kannst du die Gelehrten untersuchen, ob die... jetzt mal ehrlich. In welchem Ort könnte sie sonst stammen? Ich bin zwar kein Gelehrter, aber grün ist... Genau. Neue Quest bekannt machen. Spielen wir das noch? Wir haben ja Zeit. Nein, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss noch was für Schule machen. Aufgaben... Nee, warte, das ist jetzt Aufgaben... Bandit mit Vogelhirn. Das haben wir noch nicht. Doch, das haben wir auch schon. Ja, Pukai Pukai. Ein Spieler nur. Abschließen.
Bin ja aus irgendeinem Grund immer in dieser Online-Ding. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Wo ist das denn? Machen wir mal hier. Ist ja zum Glück nicht immer so riesige. Ist ja auch kein reines Open-World-Spiel. Aber man kann bestimmt von Einflüssen reden. Aber ich finde es halt auch Laufwege immer sehr, sehr gut gelöst. Muss ich ehrlich sagen. So. Moin, Meister. Meisterin. Hier bitte, Neuling. Mit einer um dich geschlungenen Waffe siehst du schon eher wie ein Jäger aus. Ausrüstungsladen. Hier. Ja. Hier kann ich neue Waffen kaufen. Nett. Das freut mich natürlich. Großschwert, Langschwert. Wähle eine Waffenkategorie. Schwert und Schild. Ich glaube, Schwert und Schild und doppelte Klingen. Das hat mich bis jetzt sehr weitergebracht. Bogen. Jägerbogen. Ja, würde ich gerne. Möchtest du ausrüsten? Ja, warum nicht? Lohnt sich. Kann ich einmal Nahkampf und einmal Fernkampf ausrüsten? Bei Schwert und Schild, Jägermesser, Knochenguckli. Das sieht schon cool aus. Komm rein da. Nee. Und dann können wir noch mal auf den Doppelklingen. Zwillingsdolch, die haben wir. Knochenbeile. Das sieht cool aus. Und ist, glaube ich, auch relativ effektiv. Naja, wir kaufen uns keine weiteren Waffen. Wir gehen jetzt auf Mission. Zum ersten Mal mit dem Bogen. Mal schauen, wie es wird. Zeitlimit 50 Minuten. Also Zeitlimit war bis jetzt noch nie wirklich ein Problem. Ist die Frage Ausrüstung. Ja. Lederkopfschutz. Was heißt denn das A? Als erstes. Weil ich würde halt schon sehr gerne einmal Nah- und einmal Fernkampf haben, aber gut. Dann probieren wir mal den Bogen an ihm so in diesen. Mal nehmen wir mal. Spielen wir dann mal ein bisschen rum. Bogen machen dann, wenn Kanto und Garza diese Arena-Kämpfe da. Ich glaube, die sind dann gut für uns. Ein bisschen. Ja. Das wird lustig. So, Pucki-Pucki-Jagd. Wohin müssen wir? Ja, warum, gehen wir einfach mal tief in den Wald hinein. Aber sind wir sind schon wieder hier. Ich dachte, wir hätten davon. Na gut. Es regnet. Nix gut. Gehen wir mal diesen Weg da lang. Ist das hier ein Pucki-Pucki? Da wäre. Ja, das ist ein Pucki-Pucki. Nee, ist ein Rathalos. Jetzt wäre natürlich der Bogen optimal. Weiß nicht, er säuft oder er isst. Ich glaube, er isst. Ich glaube, das war ein ganz, ganz fataler Fehler.
ganz seine Meinung. Schnell weg. Ja, wie gesagt, wir laufen mal. Ja, komm, jetzt fliegt er. Ha, er flieht von mir, natürlich flieht er von mir. Wie auch sonst. Wo ist denn jetzt der Weg hier lang? Muss ja irgendwie hier hoch. Weil vielleicht sind ja irgendwo Kletterdinger. Diese rötlichen halt. Ich glaube, ich verschwende gerade viel zu viel Zeit. Irgendwie muss man ja hier hochkommen. Ach so, das ist einfach nur... Naja, gut. So, Ah, ja. Wir sind ja schon. Okay. Das kommt mit in die Kategorie Lost. Pukai. Wo bist du, mein Sohn? Hä? Sind das irgendwelche anderen Viecher? Oh, aber sie greifen an. Hui, 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 hui. Oh, hui. Hä? Ich hab da was. Nee. Ist ganz besonderes für euch. Wenn das jetzt eh. Oh. Er cheatet. Verrecke, Junge. Ja. Was willst du machen? Okay. Kleinigkeit. Das lohnt sich erst jetzt schon, können wir schon wieder ein bisschen ausfüllen. Aber wir sollten uns dem Pucki widmen. Wo ist er denn? Der muss doch irgendwo auf der Karte zu sehen sein, sonst ich ja hier nur wieder blöd rum. 9 haben wir auf alle verdeckt. Rattenfalle, nordwestliches Lager, ja. Ich glaube, wir sind irgendwie komplett falsch wahrscheinlich. Das ist dieses hier, dieses Zeichen. Es scheitert so hart an Zeitmangel. Das kann ich jetzt schon sagen. Predikten. Nee, es ist kein. Das ist ein Fragezeichen, das ist das. Da komme ich doch eigentlich gerade her. Rotkern brauche ich nicht. Vielleicht ist das vom Pucki 1. Ziki, gibt es ein Fragezeichen? Naja, gut. Ist das hier? Und das hat sich ja gelohnt. Wir drehen im Kreis. So scheint es mir. Da. Schleifspuren. Na gut. Das brauche ich nicht. Auch diese Leuchtkäfer sind mir auch nicht immer so hilfreich. Da haben wir es doch.
Weiß nicht, sind das jetzt die, sind das, ob das, ich weiß nicht, ob das die richtigen. Ja, du gehst zum Honig. Der ging auch da irgendwie hier lang, vielleicht. Durch die Ranken durch. Wir drehen uns im Kreis. Ist halt immer noch nicht. Also ich weiß, wo ich bin, aber wo dieser Pucki Pucki ist. Okay, da hinten. Ist es der? Hallo? Oh, der Volk. Ah, er sammelt die ganze Zeit auf. Jetzt Sachen wahrscheinlich, irgendwelche Sachen. Ah, warte, alles stimmt, das ist mir ja immer mit diesem roten Kreis markiert. Aber ich sehe keinen roten Kreis. Nee, ich sehe keinen roten Kreis, schade. Das brauche ich nicht. Gehen wir mal einfach weiter. Oh, ein Knochenhaufen. Wir kommen den Vieh vielleicht immer näher. Ein Poki-Poki. Die alte Fitzpiepe. Ich kann doch nicht aber einfach jetzt nicht jeden Gang, jede Route da abklappern. Aber. Okay, zwei Jagdras, die sich frönen. Damit halten wir uns jetzt aber nicht auf. Aber das schaut mir halt wirklich nicht. Das ist ein großer Jagdra-Fußspuren des großen Jagdras gut. Ach komm, halt's Maul. Bräuchten halt aber halt Fußspuren von diesem Pucki Pucki. Also unbekannt dann wahrscheinlich. Ich sag's euch, wir finden ihn nicht. Und wenn wir ihn finden, dann ist die Zeit um dann. Oder kann ich mehr sprinten? Alte Fußspuren. Aber das sind jetzt wieder neue. Aber die tauchen ein bisschen vermehrt auf. Sind generell Fußspuren. Alte Federn. Aber wir kommen hier. Glaubt der Sache schon noch mal ein bisschen näher. Okay, hier oben geht's ganz viel, das ist einfach nur ein Gimmick. Gift. Wir haben, glaube ich, auch Gegengifte. Hab ich schon eine ganze Zeit gefragt, wann das dran kommt. Hier Gegengift. Bruder, weil es geht. Und Schwester. Dünger. Was ist denn mein Notleuchtzeichen? Ich finde keins. Pucki Pucki Ei. Oh Gott, alles glitzert. Wo? Hä, wo ist es? Da haben wir ihn. Ah, ich weiß nicht, ob.
Oh, Bruder. Also, Ohrenschützer waren jetzt leider nicht auf meiner To-Do-Liste. Oh Gott. Man lebt gefährlich. Oh je. Es wird brenzlig. Erstmal ein Gegengift schlürpen. Dann können wir, haben neuen Tränke, da können wir eigentlich ein bisschen verschwenderisch sein. Oh nein, ich glaube, gleich schießt er wieder. Aber das muss man schon sagen, die Monster sind sehr kreativ gemacht. Also wirklich Respekt. Ja, ich versuch doch. Also das auch mit dem Schwanz, dass immer so aufgebläht wird. Und auch die Mechanics der Monster, richtig Respekt dafür. Rein da! Das dauert jetzt wahrscheinlich auch ewig. Immer wieder schön rein. Ja, Stupsi ist tot. Stupsi hat's auch ge... Nein, Gegengift. Wir haben schon so viele Gegengifts jetzt verbraucht. Also, mit Pfeil und Bogen wäre gar nicht so schlecht da gewesen, da rein zu hämmern. Das ist jetzt für den ich gekommen habe. Oh, immer dieser Schrei. Hat uns zum Glück nicht getroffen mit seinem Gift. Oje, 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 aber wir sterben sonst so. Mit deiner scheiß Zunge, Alter. Ja, ja, ja. Ich war kurz auf ihm. Jetzt flieht er, jetzt flieht er, Alter. Ja, was soll ich denn machen? Okay, da ist Fernkampf vielleicht doch gar nicht so. Ja, er flieht. Wow. Gracias dafür. Wirklich. Feige Nuss. Feige, Feige. Mögt ihr Feigen? Ich mag Feigen, die sind lecker. Aber so weit ist er zum Glück nicht geflohen. Er erinnert, kann jetzt halt wieder regenerieren, weil er irgendwas frisst. Okay, Ausdauer. Ja, er frisst was, ja, war klar. Ja, wir müssen auch mit der... Oh, 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 schön und schön, das war jetzt wirklich... Rein da. Aber wir müssen so langsam wirklich... Da hatten wir doch Glück im Unglück, also die Steine haben uns wirklich nicht vor der Vergiftung gerettet. Aber wir machen halt wieder mehr in den Schaden, wir müssen halt die wieder aufwerten ein bisschen. Ich bin gerade aufgeladen. Jetzt kommt noch dieser hier. Er nervt so. Ist das so ein Running Gag bei denen gewesen? Los, bekämpft euch gegenseitig. Bekämpft euch einfach gegenseitig so. Ja. Bekämpft euch gegenseitig. Ich halte mich da raus. Aber dann kann ich mal metzen. Jawohl.
Der Jagger flieht. Aber das Blenden, das hat schon was. Das Blenden hat schon was. Die sind da, hat man, kann man ein paar Attacken wirklich ausführen. Wie er mal Hals macht, gut Schaden. Ein kleines Findelkind. Oh ja, oh ja. Wir haben ihn sein, die Vergiftung. Ja, wir haben ihn seinen Stachel abgetrennt. Bleib hier! Wichskind. Nimm das erstmal mit. Und dann Abmarsch. Frage ist, wo ist er hin? Es regeneriert ja halt das dreckste Teil. Da hinten ist er. Wieder Ausdauer aufladen. Ja, er hat dich getroffen mit seinem Gift. Finally. Also jetzt sind wir in einer guten Position. Muss man nichts sagen. Rein da. Flieh doch nicht! Ja, dieses Tricksteil. Kann es sein, dass er ein bisschen lost ist? Ja, ja, ne? Man muss gucken, wo man sich hinsetzt. Aber immer dieser Schrei. Und ist jetzt fast schon wieder abgewetzt. Benutzen wir nochmal den Wetzstein. Schön, 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 schön. Er liegt, er liegt, er liegt. Jetzt mal reintreten. Jawoll. Der Jagger macht auch nochmal mit. Ne, der Jagger trifft mich. Naja. Ich hab ihn doch jetzt so. Wie viel Hits will er denn noch haben? Ja, krass, ging glaube ich aber auf ihn und nicht auf mich. Wie viel Hits, Bruder? Krieg dich ab. Aber er kann nicht mehr fliegen? Doch. Wow. Feige, feige. Jetzt sitze sich da oben hin. Wo ist er hin? Ja, wow. Ich will ja nicht die großen Jagger fokussen. Da. Halt die Ausdauer, ich hoffe, die kann man irgendwie leveln. Wenn nicht, dann kann das bestimmt noch zu Problemen führen. Er kann jetzt halt auch wieder regenerieren, also er fliegt jetzt halt wieder durch die halbe Map. Jetzt werden wir noch vom Jacker. Ach komm. Ich bin ein friedlebendes Wesen. So, wo ist denn jetzt der Pucki Pucki? Einfach den Gang hier weiter. Wie viel Zeit haben wir noch? Kann ich irgendwo sehen? Ja, es ging irgendwo. Hier nicht. Irgendwo ging das. Nee. Stimmt, das war ja das. Nee, irgendwo, hör auf. Aber so viel Zeit sollten wir uns nicht lassen.
Wo ist er hin? Hä? Ah, muss er erstmal Pause machen. Jetzt rein da, ah, hier sein Nest vielleicht. Ich springe jetzt auf ihn drauf. Na, schade. Jetzt einfach rein da. Bis zum... Geht nicht mehr. Oh, jetzt haben wir nicht die Nerven verlieren. Wir konnten, glaube ich, seinen Flügel verletzen. Zumindest haben wir Pucki Federn. Denke ich mal. Ah gut, der hat ja überall Federn. Wir sind wieder voll. Er hittet uns einmal mit seinem scheiß Gift. Regenerieren wir nochmal und jetzt Rainer. Er hat uns nochmal gehittet. Und ja, jetzt haut er wieder ab. Oh Gott. Du bist gelähmt. Du kannst nur warten, bis es wieder vorbei ist. Warum das denn? Warum bin ich jetzt auf einmal gelähmt wegen diesen scheiß diesen Insekten? Das ist wieder. Was sind das für scheiß Insekten? Also die machen nehmen echt zur Hölle. Jetzt einfach rein da. Er ist doch schon am Boden. Jetzt ist er nochmal, um zu regenerieren. Er hat gebrochene Teile, wunderbar, aber bei dem anderen Viech hat es auch nochmal ewig gedauert. Müssen wir nochmal auch nochmal unsere Waffe wetzen. So, jawohl. Du hast es geschafft. Jetzt kann der Kommandant jemanden entsenden, um zu sehen, ob die Schlacke uns zum Sora Magdaros führt. Okay, okay. Good to know. Wir nehmen an, wir haben noch 40 Sekunden Zeit. Okay. Oh, diese Viecher waren die nervig. Versucht jetzt nochmal mit dem Netz einzufangen. So. Wo haben wir sie denn? Da oben. Na, falsch gedrückt, verdammte Kacke. Na gut. Auch gut. Quest erfüllt. Unnormal belohnt. Das ist wieder Puki Puki Schuppe. Können wir verkaufen. Giftbeutel. Ne, behalten wir die Giftbeutel. Sie behalten wir vielleicht mal. Feder, komm, Giftbeutel behalten wir. Panzer behalten wir bestimmt für Rüstung gut. Rüstkugel behalten wir. Alter Knochen können wir verkaufen. Monsterknochen behalten wir, behalten wir, behalten wir, verkaufen wir. Ja, komm, verkaufen wir mal hier von die Hälfte. Bonusbelohnung, Puki Puki Beutel. Den behalten wir, den Rest. Verkaufen. Eisenerz können wir immer verkaufen. S. Was war größer? M oder S? Behalten wir es einmal mal. Forschungsstufe Puki, Pukai, Pukai eigentlich. Okay, F bestätigen. Hm.
Hast du gut gemacht. Danke, Meister. Wir sind jetzt dicht auf den Fersen, okay. Aber wir müssen noch mehr herzeln. Die Fünfte sollen mehr. Okay. Also, wir starten die Drachenältesten-Untersuchung. Stelle sicher, dass du weißt, was du zu tun hast. Wir müssen jetzt die Gelehrten schützen. Gruppieren wir uns in der Wildturmödnis neu. Ja, das werden wir machen. Wir werden es allerdings erst nächste Folge machen. Ich sage Tschüssi. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Auch an alle, die das Video dann schauen. So, Chupacabra. Auf YouTube. Und bis dann, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Da 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 da.